Auf meiner Visitenkarte momentan steht Simon Hell, wunderbarer Webentwickler. Mein Werdegang hat damit angefangen, dass ich eine ziemlich gute Entscheidung getroffen habe, damals in die HTL nach Ips zu gehen. Und ist auch bis heute nur eine der Entscheidungen, wo ich immer sage, das war sehr wichtig bis heute und wird es auch weiterhin sein. Und nach der HTL ist klassisch Zivildienst und nach dem Zivildienst haben wir dann gesagt, wir machen uns selbstständig zu viert. Und jetzt sind wir seit 2,5 Jahren, haben wir deckweise am Laufen, sind mittlerweile zu siebt. Wir studieren nebenbei, der Valentin und ich, also ich studiere auf der TU in Wien. Und nebenbei passieren halt auch noch ein paar andere Sachen, die halt dazukommen. Zum Beispiel habe ich bei den Staatsmeisterschaften, bei den Skills Austria Staatsmeisterschaften, dreimal mitgemacht. Einmal bin ich Zweiter geworden und zweimal bin ich Erster geworden. Habe nach Abu Dhabi fahren dürfen, bei den World Skills mitmachen als österreichischer Teilnehmer im Bereich der Webentwicklung, was extrem spannend ist, bei internationalen Bewerben mitmachen und mit Leuten aus der ganzen Welt einfach competen und sagen, was Österreich eigentlich zu bieten hat. Und dann entstehen natürlich andere Sachen rund um Deckweiß, die man einfach gern macht und treibt, was halt so zur Selbstständigkeit dazu kommt. In meinem Beruf, wenn ich meinen Beruf jetzt aufs Programmieren reduziere, dann ist es ganz klar die Tätigkeit, Projekte zu leiten, Leute zu koordinieren, das Team aufzubauen, schauen, dass das Team effektiv arbeiten kann, schauen, dass die Projekte laufen, schauen, dass wir coole Projekte für die Kunden machen, wo wirklich coole Sachen für die Kunden auszuschauen, wirklich Business zu machen, das einen Wert hat. Und außerhalb vom Programmieren ist es ziemlich undefinierbar, was mein Beruf eigentlich ist. Es ist sehr viel Kommunikation mit Leuten, sehr viel Leute kennenlernen, auf Leute zugehen, versuchen, Möglichkeiten zu finden in der Region, versuchen, Business aufzubauen und Cases zu suchen, die einen Sinn machen und wo wir als Deckweise dann ansetzen können und coole Projekte starten können. Es war auf jeden Fall ohne meinen Werdegang anders. Also es wäre sicher auch gegangen ohne gewisse Sachen. Es wäre einfach anders. Und ich bin sehr stolz darauf, dass es so ist, wie es jetzt gerade ist. Und also ich würde an der Vergangenheit nichts ändern wollen. Und es passt so, wie es ist. Und ich bin gespannt, was in Zukunft kommt. Die Freiheit ist definitiv das Coolste. Die Freiheit, alles zu gestalten und die Leute. Nämlich voll viel Leute kennenlernen, wirklich auf Leute zugehen, Leute verstehen lernen, was dahinter steckt, weil man lernt so viele andere Firmen kennen, wenn man eben selber eine Firma hat und man merkt auf einmal, okay, das sind auch einfach gestrickte Leute, die dahinter stehen, die irgendwelche Prozesse aufbauen, hinter denen sie stehen, die eben auch ein Geld fürs Leben machen wollen, aber gleichzeitig auch die Freiheit genießen, die es genießen zu arbeiten und einen Wert zu generieren. Und das ist irgendwie total schön, das zu sehen, wenn man in eine andere Firma kommt und man sieht, okay, wofür machen die das? Und das zu erkennen und dann zusätzlich sagen, okay, wo können wir als Deckweise da nur dazu unterstützen, dass wir diesen Leuten helfen, besser für die Zukunft vorbereitet zu sein. Da gibt es einen ziemlich coolen Satz. Es ist immer, wenn man sich für irgendwas entscheidet, dann hat das immer einen Preis, den man zahlen muss. Und das tragen so Entscheidungen einfach mit sich. Und dadurch, dass wir selbstständig sind, haben wir gewisse Einschränkungen natürlich. Wir sind jetzt nicht die klassischen Studenten, die diese Art von Freiheit genießen, die halt der klassische Student hat. Aber wir genießen ganz andere Arten von Freiheiten einfach. Und uns ist das bewusst, dass wir einfach uns für das entschieden haben. Und es gibt einfach Freiheiten, die wir dann nicht haben oder Einschränkungen, die wir haben, dass man jetzt sagt, okay, du kannst da jetzt nicht gar einmal ein halbes Jahr nehmen und nichts tun, aber das wollen wir auch nicht. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir das nicht wollen und deswegen sehe ich das weniger als Einschränkung, sondern eher als gezielten Rahmen, den wir uns gesteckt haben, damit wir uns eigentlich möglichst wenig einschränken in der Zukunft. Dem 14-Jährigen ich gehen die HTL nach Ips. Also das ist definitiv die Entscheidung, die ich bis heute am allerwenigsten bereue. Also es war sehr negativ ausgedrückt. Eigentlich bin ich sehr froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, so wie ich es getroffen habe.
schau, dass du so schnell wie möglich lernst, wie du mit anderen Leuten richtig zusammenarbeitest und wie du im Team wirklich, wie Team wirklich funktionieren kann, weil das Team einfach, das sieht man bei uns, wir haben zu viert gegründet und das war der wichtigste Schritt überhaupt. Das Team ist einfach das Allerbeste und ich würde alles geben für das Team. Im Einzelkampf werden wir niemals daherkommen, wo wir jetzt sind, in so kurzer Zeit. Und wir kommen auch gemeinsam viel weiter. Und der dritte Ratschlag, hör aufs Bauchgefühl. Intuition ist definitiv was wichtig ist und je mehr man das trainiert und je mehr man darauf hört, desto besser ist es. Und wenn man wirklich darauf hört und dazu auch steht, dann laufen die Dinge oft einfach richtig.